Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir sind hier aktuell immer noch Landebahnabschnitt Teil 1, sind bei 90% mittlerweile, müssen jetzt dieses Bremssystem oder diese Bremssystemelemente platzieren. Und dann denke ich mal, sind wir mit dem Abschnitt fast fertig, außer halt noch Asphalt auftragen und verdichten. Aber ich denke mal, das haben wir recht schnell gemacht. Und dann, ja, geht's bald auch schon weiter mit dem nächsten Abschnitt und ich denke mal, wir müssen da einfach nochmal das Gleiche machen, nur auf der anderen Seite, wo jetzt da hinten noch die Häuser stehen, weil für eine komplette Landebahn wäre das ein bisschen kurz und die Häuser müssen ja abgerissen werden, stand ja so in der Missionsbeschreibung drinne. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Aber ich muss sagen, die Landebahn zu bauen macht schon Bock, gerade jetzt hier dieses Teile reinpuzzeln finde ich richtig cool. Auch das vorhin mit der Planierraupe fand ich richtig cool, wo wir erst mit dem Bagger rumgekämpft haben und dann ja auf die Idee gekommen sind, ja, mit der Planierraupe, das könnte doch funktionieren. So. Ja, man muss halt im Bausimulator manchmal ein bisschen rumtesten, mit welcher Maschine was am besten funktioniert. Da ist das halt ganz normal. So, wir haben uns ja in der letzten Folge so ein bisschen über Spieldetails unterhalten, dass ich das so extrem wichtig finde. Ihr könnt mir auch gerne mal dazu in die Kommentare schreiben, wie wichtig sind euch so Details. Macht das für euch auch einen großen Unterschied oder nicht? Oder legt ihr nicht so einen Wert auf Details? Also, wie gesagt, mir persönlich liegen Details immer sehr am Herzen. Ich mag das immer sehr, 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 wenn da irgendwie so kleine Sachen eingearbeitet sind, die einfach Sachen realistischer wirken lassen oder schöner wirken lassen. Wir hatten ja dann auch so ein bisschen über den Autobahnpolizeisimulator gesprochen, dass im zweiten Teil einfach viel mehr Details drin waren, liebevolle Details drin waren als im dritten Teil und so weiter. Es gibt halt mehrere Spiele, wo es so um Details geht. Selbst bei GTA fällt mir so die ein oder andere Sache ein, wo ich mir denke, ja, wäre doch ein schönes Detail. Und zwar, wenn ich da so dran denke, bei GTA zum Beispiel, GTA 5 rede ich jetzt von, dass man zum Beispiel bei den Flugzeugen in den Missionen die Klappe öffnen und schließen kann. Kann man aber halt im Singleplayer nicht machen bei dem einen Flugzeug. Wo ich mir auch denke, ja, warum nicht? Genauso, man konnte früher in GTA, da hatte man auch so einen Stuntflieger gehabt, da konnte man so eine Rauchspur aktivieren, konnte man schöne Kunstflüge machen. Das ging in einem alten GTA. Ich weiß nicht mehr, was San Andreas oder nicht, kann aber gut sein. Ich glaube, bei San Andreas konnte man auch bei einem Sprühflugzeug oder so diese Sprühdüsen anschalten. Das ging, glaube ich, da auch. Auch total die schönen, coolen Details. Hat einfach Bock gemacht, dann da Kunstflüge zu machen und so weiter und so fort. Kannst du halt in neueren Teilen auch nicht mehr machen. Das sind auch so Details, die sind irgendwie verloren gegangen. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb sowas verloren geht. Aber ich finde sowas einfach super. Ja, ist genauso Microsoft Flight Simulator. Ich fliege ab und zu mal gerne mit dem Simulator durch die Gegend. Da gibt es ja auch die Extra 300. Diesen Stuntflieger. Und dieser Stuntflieger kann auch Rauch anmachen. Ja, das geht normal in die Realität. Und was wollte ich machen? Asphaltmaschine wollte ich holen. Genau. Holen wir auch hier von... Nein, nicht Fahrzeughalle. Och Mann. Auslagern. Einsteigen. Ja, und im Microsoft Flight Simulator kannst du den Rauch nicht aktivieren. Was halt echt schade ist. Genauso, da ist ja auch die Pits dabei und die Pits... Gerade letztens wieder auf der Flugplatz-Cap gesehen. Die kann auch Rauch aktivieren. Die kann das auch. Die kann auch schön im Rauch Kunstflüge machen und Symbole und Zeichen in den Himmel malen. Das geht. Im Flugsimulator geht das nicht. Es ist ein kleines Detail, was bei Kunstfliegern richtig cool rüberkommt. Aber man hat sowas einfach nicht drin. Finde ich auch immer dann extrem schade. Sowas ärgert mich dann. Weil das eigentlich für mich persönlich gehört so ein Detail halt einfach dazu. So, wir sollen die Landebahn bauen. Wir haben aber keinen markierten Bereich, wo Asphalt hin soll. Ich gehe einfach mal davon aus, hier. Ich schalte wieder den Warnblinker ein, weil ich habe Kettensteuerung und Blinker auf der gleichen Taste. So, das fahren wir gerade mal aus. Wir gucken mal, ob das okay ist, wenn ich hier beginne oder ob ich da hinten beginnen muss bei dem Absatz. Ich würde fast sagen, ja, aber... Gibt das Sinn? Normalerweise muss das ja ebenerdig sein, also gleich hoch sein. Nö, asphaltieren geht da nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier oben drauf nur machen müssen. Ja, hier geht's. Gut,
fangen wir mal an, die Landebahn zu asphaltieren. Da müssen wir das noch blattwalzen und dann sind wir damit durch mit dem ersten Abschnitt von der Landebahn. Und wir sind jetzt, glaube ich, über 2 Stunden hier schon mit beschäftigt, was wirklich Wahnsinn ist. Ist wirklich Wahnsinn. Ich muss auch dann gleich mal gucken. Ich habe ja hier immer mein Zettelchen bzw. mittlerweile meine Pinnwand, wo ich immer eintrage, okay, für den Tag habe ich die Folge aufgenommen, für den Tag, für den Tag. Ich glaube, ich bin da mittlerweile ein bisschen durcheinander gekommen. Ich glaube, es ist aber mittlerweile die 4. Folge oder so. Glaube ich. Oder das ist jetzt die 5. glaube ich. Genau, wir haben 2 Stunden, glaube ich, jetzt schon aufgenommen. 5. Folge müsste es jetzt eigentlich sein. Ich muss dann gleich nochmal nachgucken. Ja, es ist auf jeden Fall krass, dass wir jetzt so lange an dem einen Teilabschnitt von der Landebahn gearbeitet haben. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich verrückt. Ich habe gedacht, so von der Missionsbeschreibung her, ja, mein Gott, sind wir in einer halben Stunde durch mit. Da sind wir mit dem DLC wahrscheinlich in 2-3 Stunden komplett durch und nee. Also der Bausimulator, der ist wirklich immer wieder ein bisschen überraschend, wenn man gerade so denkt, ja, die Aufträge dauern nicht lange, sie dauern verdammt lange. Und ich glaube, wir spielen auch auf der Stufe Mittel, das heißt, man hätte theoretisch noch mehr machen können, dann wären wir wahrscheinlich 4-5 Stunden hiermit beschäftigt mit dem ersten Abschnitt von der Landebahn. Es ist einfach jedes Mal wirklich krass. Es ist wirklich krass. So, asphaltieren aus. Dann geht das Teil hinten wieder hoch, dann können wir besser hier vorne wieder drauf fahren. Ich bin nur am Überlegen, wenn wir dann den zweiten Abschnitt von der Autobahn, genau, das wird hier eine Autobahn, nee, von der Landebahn hier machen, ob ich das dann auf leicht spiele oder beziehungsweise auf recht wenig selber machen, weil die Landebahn haben wir halt schon mal gebaut. Also den Teil. Und ich denke mal, dass der zweite Abschnitt genau das gleiche nochmal sein wird. Ich gucke mir dann mal die Missionsbeschreibung an und wenn das halt wirklich von der Beschreibung her ziemlich direkt das gleiche ist, dann werden wir das auf der einfacheren Stufe machen, wo wir weniger machen müssen, weil alles doppelt und dreifach jetzt nochmal 2 Stunden lang das gleiche machen. Ich glaube, da habt ihr im Let's Play wenig Lust drauf und ich persönlich mag es halt auch nicht so gerne, wenn sich Aufgaben wiederholen. Das ist mir manchmal dann zu eintönig. Mein klar, es gehört dazu, es würde sich in der Realität auch nochmal wiederholen ein paar Mal, aber im Spiel umgehe ich so wiederholende Sachen gerne. Gerade wenn es halt so lange dauert. Ich habe zwar vor ein paar Folgen auch rumgemeckert, ja, es muss ja immer alles schneller gehen und so weiter und so fort. Ja, aber ich... Von mir aus können die Aufgaben lange dauern, aber ich möchte halt nicht doppelt und dreifach das Gleiche machen. Das ist so mein Problem, was ich nicht mag persönlich. Und das sind dann immer so Dinge, ja, die kann man auch ruhig überspringen. Aber ja, wenn halt Aufgaben lange dauern, dauern sie lang. Aber lange dauernde Aufgaben 2-3 Mal hintereinander machen ist... Da bin ich nicht so geduldig für. Ich bin zwar ein extrem geduldiger Mensch, mit sehr starken Nerven eigentlich, aber manchmal, ja, für Aufgaben doppelt und dreifach machen, wo nichts anderes passiert, bin ich halt doch nicht geduldig genug. Achso, ich habe keinen Asphalt mehr, deswegen ist die Maschine ausgegangen. So. Ich werde da vorne nicht hochfahren können. Nö, werde ich nicht schaffen, genau. Genau, die Maschine schaltet sich aus. Dann kann ich hier gerade mal rückwärts fahren. Positionieren wir uns dann direkt hier drüben, würde ich sagen. Und dann fahren wir noch einmal nach hinten. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 88%. Da hinten ist gerade der Zug wieder entlang geruckelt. Den werden wir gleich da vorne nochmal sehen. Habe ich hier eine Maus? Nee, habe ich nicht. Genau, da vorne durch den Wald ruckelt er gerade. Sieht auch irgendwie ein bisschen unnatürlich schnell aus. Habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt. Spieldetails. Sowas fällt mir halt dann auf und dann finde ich es total unrealistisch. Und wie gesagt, es sind halt oftmals so Details, oder wie in der letzten Folge gesagt, es sind halt oftmals so Details, wo man sich denkt, ja, man hätte es auch gleich einfach richtig reinmachen können, wenn man sowas schon einbaut. Statt es einfach falsch, komisch und merkwürdig einzubauen. Wenn man es eh schon eingebaut hat, kann man es auch richtig machen. Das sind halt auch manchmal nur so Sachen. Ja, naja. Wie gesagt, es gibt so viele Spiele, wo einfach stellenweise
an manchen Stellen auf so viele Details geachtet wird und dann an anderer Stelle gehen die Details einfach unter, werden die einfach weggelassen. So, wir haben asphaltiert. Nur noch Blattwalzen. Natürlich meine Fahrzeuge hier in Reihe aufgestellt habe. Cool. Wenigstens haben wir ganz viel Platz, aber ich denke mal, ich werde genau da meine Fahrzeuge hingestellt haben, wo dann der Tower oder der Hangar hin muss. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich immer das Talent habe. So. Dann, wir brauchen jetzt gerade mal die Asphaltwalze. Asphaltwalze, wo bist du? Da, auch von Cat. Genau, nehmen wir einfach die. Auslagern, einsteigen. So, Schnellreise. So, dann fangen wir mal an, hier hin und her zu gondeln. Es wird ein bisschen dauern. Wir haben einige Fahrten vor uns auf jeden Fall. Wird sehr, sehr entspannt wahrscheinlich. So, schalten wir gerade mal ein. Geht noch nicht. Jetzt wieder aus, jetzt wieder an. Ja, vorne die Walze war an, hinten die aber nicht. Auch so ein Detail. Warum? Das ist auch so ein Fehler, der ist schon seit Anfang an drin. Da stellenweise bei der Asphaltwalze eine Asphaltwalze funktioniert, die andere nicht. Wird aber angezeigt, es ist ausgeschaltet. Trotzdem, eine Walze läuft manchmal. Er ist auch so ein Fehler, der im Bausimulator drin ist seit dem Beginn. Er wird aber auch nicht angegangen. Er ist halt so drin. Das ist dann auch, wo so ein bisschen unter Details fällt, wo man sich dann auch denkt, ja, warum kümmern sich die Entwickler da nicht drum, dass das korrekt funktioniert? Entweder ist die Asphaltwalze komplett aus oder halt komplett an. Ich habe gerade mein Controller wieder einen kleinen Drift gemacht. Gerade noch abgefangen. Ja, fragt man sich halt da manchmal so ein bisschen. Momentan ist es halt mehr so, habe ich das Gefühl, es kommt ein Fahrzeug-DLC nach dem anderen raus und jetzt Missions-DLC, aber diese ganzen merkwürdigen Sachen, die seit Beginn drin sind, die werden halt irgendwie nicht rausgepatcht. Haben wir die erste Fahrt geschafft? Okay, eine Fahrt ungefähr 14%, also sagen wir 15, okay. Ja, werden doch gar nicht so viele Fahrten. Oder wenn ich jetzt auch an den Straßenmeisterei-Simulator denke, so viele coole Details drin und ich habe auch noch nie eine bessere Laufanimation aus der Ego-Perspektive gesehen, wenn du dir selber auf die Füße guckst im Spiel. So schöne Details drin, ja, dass du jede Warnbarke erst den Fuß nimmst und dann die restliche Warnbarke und stellst es dann da zusammen und platzierst es da richtig. Richtig schöne Details in dem Spiel drin, aber dann hast du nicht mal die Möglichkeit, den Motor laufen zu lassen. Das ist auch wieder so. Kommen wir wieder zum Thema Details. Ja, das ist, in jedem Spiel gibt es irgendwie so Situationen, wo du denkst, ja, man hat an manchen Stellen so viele Details eingearbeitet, an manchen Stellen lässt man einfach jede mögliche Details weg, sondern tut es einfach nur irgendwie eine Funktion reinbauen und fertig aus. Das ist sehr merkwürdig manchmal. Ich finde sowas halt immer schade, gerade wenn man halt Spiele hat, wo eigentlich ansonsten gut sind und dann an so kleine Details hapert und dann werden die nicht mal rausgepatcht. Wie gesagt, das Einzige, was mich so hauptsächlich am Straßenmeisterei-Simulator genervt hat, war wirklich dieses Motor an-aus. Und dieses Spiel hat keinen einzigen Patch gesehen. Stattdessen arbeitet, ich glaube, Caipirinha Games hießen die Entwickler oder das Entwicklungsstudio. Stattdessen wird jetzt an einem zweiten Teil gearbeitet oder wurde jetzt angefangen mit. Ich frage mich, was die ganze Zeit dann da jetzt dazwischen gemacht haben. Weil wie gesagt, es kam kein einziges Update für den Straßenmeisterei-Simulator raus. Der wurde so rausgeschmissen. Ich meine, es gab ja an sich keine Fehler. Es funktioniert ja alles. Top Release. Aber über ein paar mehr Aufgaben und halt ja so eine Sache, dass man selber entscheiden kann, Motor automatisch an, aus, wäre halt super gewesen. Dann hätte ich auch nicht so schnell die Lust an dem Spiel verloren, sagen wir es mal so. Dann hätte ich auch manche Aufgaben doppelt und dreifach gemacht.
Aber es war halt wirklich nervend, wenn du dann so Aufgaben hast, wie mit den Leitpfosten, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt gehabt, du bist halt dann wirklich 5 Meter gefahren, Motor wieder automatisch ausgegangen, ausgestiegen, Leitpfosten genommen, hingesetzt, eingestiegen, Motor wieder von Hand angemacht. Ja, wieder weitergefahren, ein paar Meter, Motor dann automatisch beim Aussteigen wieder ausgegangen, Leitpfosten genommen, wieder eingestiegen, du musstest von Hand wieder den Motor starten. Ja, dann wieder ein paar Meter gefahren, ausgestiegen, Motor automatisch wieder ausgegangen. Ja, dann hast du den Leitpfosten genommen, hingestellt, bist eingestiegen, musstest den Motor wieder wieder selber starten. Ja, das sind so Details, die mich halt dann irgendwann nerven, weil in der Realität keine Sau würde doch, wenn sie alle 2 Sekunden wieder einsteigt und losfährt, den Motor an- und ausmachen. Das macht die Post doch auch nicht. Ich meine, die Post hat bei uns mittlerweile E-Fahrzeuge, ist sowieso ein anderes Thema. Aber früher haben die es ja auch nicht gemacht. Wenn die jetzt mit den Bussis unterwegs sind, machen sie es auch nicht, wenn sie noch mit ihren Dieselbussis fahren, weil die Elektrokarren wieder in der Werkstatt stehen. Macht doch kein Mensch. 30.000 Mal den Motor an, aus. Ja, das ist so ein Detail, das kann man doch einfach aus dem realen Leben übernehmen. Würde doch keine Sau machen. Mache ich auch nicht. Wenn ich jetzt mit meinem Auto stehen bleibe und schmeiße noch irgendeinen Brief in den Postkasten rein oder sowas, lasse ich den Motor auch laufen. Weil ich innerhalb einer Sekunde wieder drinnen bin im Auto. Warum dann das Auto ausmachen und neu starten? Warum die Batterie belasten? Besonders dann meine Batterie vom Auto, sowieso seit, wie lange habe ich das Auto? 3 Jahre habe ich es jetzt. ATU ruft mich jedes Mal an, wenn da irgendwas gemacht wird am Auto, Reifen gewechselt oder so, dass meine Batterie getauscht werden muss, weil die zu schwach ist. Die hatten einen Zustand von 44% seit 3 Jahren. Das Auto tut immer noch bei minus 10 bis minus 15 Grad problemlos starten. Also warum soll ich die Batterie tauschen? Ich hätte jetzt schon vor 3 Jahren quasi fast eine neue Batterie gekauft und die funktioniert immer noch super. Klar, Start-Stopp-Automatik funktioniert nicht, aber brauche ich auch nicht, das braucht kein Mensch. Start-Stopp-Automatik ist auch so eine Sache, ist auch nicht ganz so 100%ig gesund für die Motoren und für die Fahrzeuge. Die meisten, die sowas haben, schalten sowieso das Erste, was sie machen, wenn sie einsteigen und der Motor läuft, schalten diese Funktion aus. Das funktioniert halt bei mir seit 3 Jahren nicht. Beziehungsweise noch nie, weil das Auto hat es drin, aber ich habe das noch nie in Funktion gesehen. Brauche ich auch nicht. Mein altes Auto konnte es übrigens auch, hat aber auch nicht funktioniert, weil die Batterie auch einfach zu schwach war. Es müssen ja immer bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, der Motor muss Betriebstemperatur erreicht haben, die Batterie muss so und so voll geladen sein und so weiter und so fort. Es müssen mehrere Kriterien erfüllt sein, damit es funktioniert. Ups. Ja, wir müssen jetzt Nachtschicht machen, sonst härtet der Asphalt aus und das wollen wir ja nicht. Natürlich härtet der im Spiel nicht aus, aber in der Realität würde das passieren. Ja, im alten Auto hat es manchmal funktioniert, muss ich sagen, wenn ich vorher stundenlang Autobahn gefahren bin. Dann hat es mal funktioniert 1-2 Mal und dann wieder nicht mehr. Ja, bei meinem jetzigen Auto, ich glaube, es ist ein einziges Mal an der Ampel ausgegangen. Ansonsten nicht. Ja, warum das da damals einmal ausgegangen ist, keine Ahnung, weil die Batterie ist einfach schon immer für den Arsch. Aber gut, 44% halt Zustand noch und es funktioniert halt noch, selbst bei Minustemperaturen ohne Mucken. Warum sollte ich dann da in eine neue Batterie investieren? Ich kaufe immer nur neue Batterien, wenn das Auto wirklich nicht mehr anspringt. Vorher finde ich es ein bisschen Ressourcenverschwendung, ehrlich gesagt. Und ob jetzt das Start-Stopp funktioniert, interessiert mich recht wenig. Ich habe nicht das Auto gekauft, weil es diese Funktion hat. Ich habe dieses Auto gekauft, weil ich es cool fand. Ich hätte es auch gekauft, wenn es kein Start-Stopp-Automatik drin gehabt hätte. So, jetzt wurde angeblich Verdichten wieder ausgeschaltet, aber... Na doch, es hat doch beides ausgeschaltet. Aber erst, man sieht es wieder, erst nachdem ich schon wieder halb auf dem Bereich drauf war. Das ist auch so ein Fehler, der ist seit Anfang an im Bausimulator drin. Er wird einfach nicht rausgepatcht. Er wird einfach nicht rausgepatcht. Ich hatte ja beim Bausimulator eigentlich die große Hoffnung, dass da noch ganz viel gepatcht wird, verbessert wird, ausgebessert wird und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es aber eher so, habe ich das Gefühl, dass Hauptsache neuen Content rausschmeißen die Priorität ist und Geld verdienen, als das Spiel noch ein bisschen zu verbessern. Leider muss ich das so sagen. Vielleicht bin ich auch der einzige Mensch, der sich an solchen Details irgendwie stört. Keine Ahnung. Aber ich bin halt auch so jemand, ich sag halt auch, wenn mir irgendwas nicht passt. Das kommt halt nicht immer gut an. Ich
bin mal gespannt, wenn meine Batterie vom Auto den Geist aufgibt. Ich fieber ja jeden Winter durch, wobei halt auch viele Batterien im Sommer tatsächlich verrecken, wenn die Klimaanlage viel Strom zieht. Ich finde, das merkt man ja immer extrem, wenn die Klimaanlage an ist, dass dem Auto im Sommer die Kraft fehlt. Ich meine, bei dem Auto, es geht jetzt einigermaßen. Ich meine, die Kiste hat auch 150 PS, die hat ein bisschen Leistung dahinter, hinter dem Motor. Der sollte schon so eine Klimaanlage unterhalten können. Aber man merkt es halt trotzdem noch, dass wenn die Klimaanlage an ist, fehlt so ein bisschen die Kraft. Bei meinem alten Auto war das ein bisschen schlimmer. Dreizylinder-Motor, ja, der EcoBoost-Motor von Ford. Wenn du da halt die Klimaanlage angeschaltet hast, da war es halt auch ein bisschen schwieriger mit dem Ding anzufahren, weil dir die Kiste dann gerne abgesoffen ist. Ganz dramatisch war es aber bei dem Vectra von meinem Vater, den ich dann kurzzeitig mal hatte. Wenn du da die Klimaanlage angeschaltet hast, ist schlagartig die Leistung vom Auto weg gewesen. Du konntest stellenweise wirklich nicht mehr anfahren. Also wenn du hier am steilen Berg angefahren bist, musst du die Klimaanlage kurz ausschalten. Dann hatte das Auto Power gehabt und es hatte auch genug PS eigentlich gehabt. Dann konntest du mit dem Auto gescheit anfahren am Berg, hier am steilen Berg bei uns. Wenn die Klimaanlage an war und du wolltest anfahren, dann musstest du entweder die Kupplung extrem quälen oder den Motor in eine Drehzahl reinjagen, dass du da anfahren konntest. War nicht mehr feierlich. Also mein Vater hat sich da angewöhnt gehabt, früher dann immer, wenn er hier am Berg angefahren ist, erstmal die Klimaanlage nochmal ausgeschaltet. Du hast dann auch wirklich ruckartig gemerkt, wie das Auto mehr Kraft hatte. Es war wirklich krass. Krass, was so ein Ding für Leistung ziehen kann. Naja. So, wir sind jetzt bei 80%. Theoretisch haben wir erst knapp um 50%, würde ich sagen. Aber es sind 80% laut Spiel, weil Spiel ist natürlich wieder nett zu uns. So, jetzt läuft die Asphaltiermaschine weiter. Jetzt fahren wir gerade wieder rückwärts drauf. Mal gucken, ob sie sich gleich wieder ausschaltet. Jetzt schaltet sie sich aus. Weil wir das Gebiet angeblich verlassen haben. Das sind so Punkte, die stören mich halt extrem. Das ist auch der Grund, warum ich ziemlich häufig die Lust am Bausimulator eben verliere. Ich meine, ich habe sehr, sehr viele Spielstunden hier verbracht. Ich habe sehr viele Updates mittlerweile miterlebt. Und ich sehe einfach nicht, dass sich da irgendwie was ändert am ein oder anderen System. Und es ist halt immer eine unnötige Klickerei. Ich bin ein fauler Mensch manchmal. Und faule Menschen mögen es nicht, wenn sie alles doppelt und dreifach klicken müssen. Besonders weil halt hier, man fährt halt mit eingeschalteter Asphaltierwalze von der Strecke runter. Theoretisch müsste ja dann das Spiel sagen, ja, du bist runtergefahren, ich schalte mal aus. Eigentlich dürfte das Spiel das einen gar nicht abnehmen, zu entscheiden, die Maschine ist jetzt an oder aus. Theoretisch müsste das Spiel jetzt einfach weiterlaufen lassen. Das Spiel entscheidet hier aber, sobald ich runtergefahren bin, nicht, dass die Maschine ausgehört, obwohl ich von dem Gebiet runter bin, sondern dieses Spiel entscheidet, sobald ich wieder drauf fahre auf das Gebiet, wo ich plattwalzen soll, dass dann die Asphaltiermaschine ausgeschaltet werden muss. Und das ist ja halt von Grund auf komplett falsch, weil eigentlich entweder müsste das Spiel das entscheiden, wenn ich von der Fläche runtergefahren bin, dass es sofort ausschaltet, oder es dürfte es halt gar nicht entscheiden, oder es müsste die Maschine halt einfach anlassen, wenn ich wieder drauf war, weil dann bin ich ja wieder drauf auf dem Gebiet. Aber das Spiel erkennt das irgendwie immer falsch. Und es wird halt nicht rausgepatcht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es den Bausimulator schon auf dem Markt gibt. Muss gerade mal nachgucken. Ist schon auf jeden Fall lange Zeit her. Ich kann ja gerade mal nebenbei nachgoogeln. So, gerade mal nachschauen. Ah, jetzt kommt man da natürlich wieder durcheinander. Weil Construction Simulator gab es ja damals schon mal, beziehungsweise der Bausimulator, das war 2014. Das ist aber nicht der hier. Das war September. Genau, das war... Oh. Der kam an meinem Geburtstag raus. Stimmt. Am 20.09.2022. Das haben wir bald wieder. Das sind immer noch diese Details, diese Grundfehler halt hier drin. Das finde ich schade. Genauso wie die Arbeitsscheinwerfer bei den meisten Fahrzeugen einfach hinten nichts bringen. Es leuchtet zwar ein bisschen, aber Arbeitsscheinwerfer machen heller. So, die Fahrbahn ist markiert, beziehungsweise die Landebahn. So, die Maschine schalten wir mal aus. Beziehungsweise die Lichter. Aus geht's ja sowieso automatisch. Hallo. Gut.
Gute Arbeit. Damit wäre der erste Teil der Landebahn fertig. Dieses Bremssystem muss auf beiden Seiten der Landebahn integriert werden. Ihr seid also noch nicht ganz fertig. Normalerweise stoppt dieses System größere Maschinen, wenn sie bei der Landung noch zu schnell sind. Aber auch bei den kleinen Sportmaschinen, die hier zum Einsatz kommen, ist das Thema Sicherheit und Kontrolle nicht zu unterschätzen. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Landebahn. Okay, also habe ich mir das wirklich so gedacht, also richtig gedacht. Ja, man kommt hier quasi mit dem Flugzeug angedonnert, hat irgendwie zu spät aufgesetzt oder die Bremse funktioniert nicht richtig und dann wirst du hier auf diesem Teilstück anscheinend ein bisschen langsamer. Okay, wie schon die Markierung da hinten an den Häusern endet. Okay, ja doch, so ein Gebiet kennt man doch auch von Landebahnen, das stimmt. Das stimmt. Die haben hier meistens nochmal so ein kleines Stück, was aussieht einfach wie Beton. Okay, es ergibt schon Sinn, aber ich frage mich gerade, wo ist die Beleuchtung? Haben wir doch Kabel verlegt und so weiter, wo ist... Egal, okay, wir machen erstmal weiter, vielleicht ist es am Ende damit dabei. Was mich aber hier gerade... Warum führt die Straße auf die Landebahn? Egal. Okay, wir machen weiter mit der Kampagne. Ich muss hier gerade mal mein Tablet wieder starten. So, beziehungsweise die App. Genau. So, Kampagne. Wir machen direkt weiter. DLC Flugplatz. Landebahn Teil 2. Apropos Sicherheit. Die Landebahn ist eine Großbaustelle und dieser Abschnitt bildet den baulichen Abschluss. Okay, was muss man da machen? Besprechung, Aufreisen, Oberbodenabtrag, Erdverdichtung, Materiallieferung, Baugrube, Materiallieferung, Leitungsbau, Tragschicht, Landebahnbelag, Nachbesprechung. Okay, es ist genau das gleiche wie was wir jetzt schon hatten, nur nochmal gespiegelt auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir gehen vom Auftragsumfang auf niedrig. Ja, weil wir kennen es schon. Es ist nochmal genau das gleiche wie das, was wir jetzt gemacht haben, jetzt nochmal 2 Stunden da dran rumwerkeln. Es ist das gleiche. Es ist das gleiche. Muss nicht unbedingt sein. So, ja, wie machen wir's? Theoretisch muss ich eh alle Maschinen nach da hinten bringen. Ich würde sagen, ich fahre mit der Planierraupe dahin oder mache eine Schnellreise dahin. So. Es ist nämlich doch ganz schön weit weg. Es ist ganz schön weit weg. Okay, hier haben wir auch noch so Häuser stehen. Okay. Ah, okay. Nee, da hinten stehen unsere Fahrzeuge. Das ist die Straße. Das sind die Häuser, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Sie steht nur ein bisschen weiter hinten diesmal. Deswegen wirkt das gerade ein bisschen verwirrend. Hallo, lang nicht mehr gesehen. Gut, dass du diese Arbeit fortsetzt. Ich hatte schon ein wenig Angst, dass dir die Landebahn über den Kopf wächst. Nur ein Scherz. Ich weiß, dass es wirklich eine Menge Arbeit ist, aber es lohnt sich und wir werden hier später viel Platz für spektakuläre Flugmanöver haben. Oh, apropos Sicherheit. Der Sicherheitsinspektor kreist über der Landebahn wie der Adler über seiner Beute. Ein komischer Kauz. Geh nun zurück und beende die Landebahn, so schnell wie möglich. Und ich werde ein Auge auf diesen Typ haben. Wir sehen uns. Ja, dann machen wir das doch. Okay, wie müssen wir anfangen? Bereich aufreißen. Okay, ich habe dafür den Crater. Ich habe jetzt die Planierraube zuerst mitgenommen. Ich hole aber mal den Crater her. Ups. So, alle Lichter an. Hinten die funktionieren wieder gar nicht. Auch eine Sache seit Anfang an vom Bausimulator. Die Lichter leuchten zwar oben, aber auf dem Boden sieht man nichts. Warum? Fragt mich was Leichteres.
Ich frage mich, was halt mit dem mittleren Bereich ist von der Landebahn. Wir machen jetzt Anfang und Ende und die Mitte müssen wir nicht machen, gehört nicht zur Kampagne. Also die Flugzeuge setzen da hinten auf, hüpfen dann nochmal hoch und landen dann hier. Oder so. In der Art. Genauso wird es sein. Nee, keine Ahnung. Kann sein, dass es dann auch einfach zu den anderen Aufträgen gehört. Den Hangar bauen oder den Tower, dass man dann noch irgendwie da asphaltieren muss. Boah, Bremse funktioniert. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir direkt den Abschnitt... Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du hier nicht anfangen kannst, oder? Baumaschinen, die keine 2 cm hochfahren können. Ja, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir eigentlich den mittleren Abschnitt bauen und dass der dann halt so lang ist, dass das bis hier hinten hingeht. Aber ich, habe mich wohl geirrt. Warum kann ich mit dem Ding so schnell fahren? Also ich kann ja wirklich, eben gerade hatte ich 35 km/h drauf. Oh, Flugzeug. Ich habe gerade Schatten von einem Flugzeug gesehen. Das will hier schon landen, das ist aber schlecht. Na, außer man hat einen ganz kurzen Bremsweg, dann geht's natürlich. Weil die eine Hälfte ist ja schon fertig. Beziehungsweise nicht die Hälfte, ein Drittel ist fertig. Jetzt sind wir gerade am zweiten Drittel dran und der dritte Drittel ist der Mitte quasi. Eben gerade hatten wir 38 km/h drauf, während wir mit dem Zähnchen hier den Boden aufgerissen haben. Nicht schlecht. Ja, wir spielen jetzt den Auftrag hier auf Arbeitsumfang niedrig. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt dafür brauchen. Weil, wie gesagt, nochmal 2 Stunden, 2,5 Stunden für genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Das ist mir persönlich auch zu langweilig dann. Deswegen tun wir das da ein bisschen schneller abarbeiten. So, Oberboden abtragen. Das machen wir wieder mit der Planierraupe. Ja, dann müssen wir auch wieder einen Bereich ausheben. Das werden wir dann wahrscheinlich auch direkt mit der Planierraupe machen. Es wird ja nicht tiefer werden als auf der anderen Seite. Somit sind wir da dann auch sowieso schneller unterwegs, weil wir jetzt Trick 17 wissen, wie wir das schön mit der Planierraupe machen können. So, jetzt haben wir das Schild ganz im Boden drin, ganz nach vorne geneigt. So, das waren jetzt fast 40% mit einmal durchfahren. Ich mache nochmal ein Foto. Ich habe zwar eigentlich schon von der abgeschlossenen Landebahn Bild gemacht, aber es ist halt auch wieder so komplett im Dunkeln. Komplett im Dunkeln ist halt immer irgendwie blöd für Thumbnails.
So, das waren jetzt nur 30% knapp. Weil wir natürlich immer die andere Bahn noch leicht überschneiden. Oh Gott, ich will eigentlich nur Schild nach unten tun, aber manchmal ist man einfach noch in der Sichtsteuerung drin. Ich meine, das System hier mit der Sicht ist schon ganz gut gelöst. Man muss halt den linken Stick einmal reindrücken, dann kann man die Sicht steuern. Wenn man nochmal reindrückt, dann ist man wieder in der Schildsteuerung vorne drin. Aber manchmal ist man halt im falschen Modus und denkt, man wäre irgendwie im Schildmodus, ist im Sichtmodus drin. Man kriegt zwar unten rechts angezeigt, aber wer guckt da schon hin? Ganz ehrlich. So, Baustelle räumen. Jawohl. Schön bei Sonnenaufgang. Boah, das sieht jetzt bestimmt schön aus auf dem Foto. Fotomodus. Ja, komm, machen wir so ein Bild. Machen wir so ein Bild. Das ist hier halt auch sowas mit dem Motor. Dass der auch immer automatisch ausgeht und automatisch dann wieder an. Du hast halt immer kurze Standzeiten, weil erstmal der Motor wieder gestartet werden muss. Nur weil man jetzt ein Foto gemacht hat. Das muss halt auch nicht sein. Da kann man auch einfach den Motor mal laufen lassen. Mein klar, Diesel ist teuer, aber trotzdem. So, müssen wir gucken. Müssen wir jetzt ausbuddeln? Erde verdichten? Ne, wir müssen Erde verdichten, okay. Palette, Betonschalung, Bewehrungsgitter. Okay, das lassen wir alles auch wieder anliefern. Betreten. Das lassen wir anliefern, das lassen wir anliefern. Anliefern, 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 anliefern. Okay, dann haben wir alles. Liefern an Baustelle, kostet 2.343. Genau, Pritschenwagen nehmen wir nicht mehr. Aus Gründen habt ihr ja die letzten Folgen gesehen, warum wir den nicht mehr nehmen. So, ich bin gerade überlegen, wir brauchen auf jeden Fall, oder ich würde jetzt total gerne Verkehrsstraße, ach so, wir können die Straße hier neu machen, obwohl die neu ist. Ja, wir können den Teleskoplader nehmen oder den Bagger. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit dem Ding. Schönen Teleskoplader. Wir können ja gerade mal hier über die Landebahn sausen. Sollte ja noch kein Flugzeug kommen eigentlich. Man weiß zwar nie so genau. Ich gucke lieber nochmal nach hinten. Nee, da kommt nichts. Ich wollte mal hier durchfahren durch die Häuser. Ja, schön ramponiert alles. Schön Graffiti überall drauf. Schön kaputt. Ah, wird Zeit, dass die wegkommen. Ah, lieber eine Landebahn hier. So, verteilen wir mal die ganzen Sachen. Palette Betonschalung. So, schön um die Kurve getriftet. Warum nicht? So, ich meine, wieder ein bisschen nach hinten katapultiert, wenn ich das wieder ansnappe. Wir kennen es ja mittlerweile. So, da brauchen wir nochmal so eine Palette. Dann brauchen wir die Bewährungsgitter. Die sind natürlich wieder ganz hinten. Die sind wieder ganz hinten, wo ich nicht drankomme. Ja, geil. Dann brauche ich wahrscheinlich gleich doch noch den Bagger. Weil die Kabeltrommeln, die konnte ich, glaube ich, nicht anheben mit dem Teleskoplader. Irgendwas war da, glaube ich. Ich glaube, das waren die. Die konnte ich nicht anheben. Das ist natürlich ärgerlich. Da komme ich ja von der Seite ein bisschen dran. Nee. Nee. Nee, nee, das probiere ich erst gar nicht. Holen wir den Bagger. Können wir es einfach da rausheben. Boah, 54%. Der ist ziemlich kaputt mittlerweile. Warum das? Der Pritschenwagen hatte weniger Schaden, obwohl er die ganze Zeit durch die Gegend geflogen ist. So sehe ich was. Okay.
platzieren wir die Palette mal und dann geht's weiter. Ich denke mal, beziehungsweise müssen erstmal die Erde verdichten, dann geht's weiter mit, ich denke mal, da hinten dann die Erde abtragen. Das machen wir dann ganz schnell mit der Planierraupe. Das ging ja wirklich richtig gut demnächst. Vielleicht müssen wir mal wieder so einen Anfangsbereich buddeln, wo wir dann mit der Planierraupe reinfahren können. Da müssen wir einfach mal probieren. Das sieht wieder so aus, als würden wir da einfach ein Stück Pappe hochheben. Einfach wieder überhaupt keine Physik so wirklich dahinter. Oder kein Gewicht dahinter. Ups, nee, ich wollte eigentlich die andere Richtung drehen. So, da müsste es laut Spiegel auf der Seite passen. Auf der anderen Seite wird es dann auch passen. Genau, wir lassen den Bagger aber einfach mal hier hinter stehen, weil wir werden den vielleicht noch öfters brauchen. Gut, wir brauchen das da. Einsteigen. Damit machen wir auch eine Schnellreise nach hinten auf die Baustelle, weil, ja, bis wir da durchgefahren sind, das dauert ein bisschen länger. Die ist ja nicht ganz so schnell. Aber ich, ja, müsste eigentlich auch langsam mal zum Folgenende kommen, oder? Ja, 41 Minuten ist, glaube ich, eine gute Zeit. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu, wie immer, natürlich in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Kanal über eine Mitgliedschaft unterstützen, würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.